Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Bücherjahresrückblick 2020. Ich möchte heute über unglaublich viel Statistik sprechen, über Flops, über Ziele, ob die erreicht sind, insofern ich überhaupt welche hatte. Also ich mache jetzt mal wieder Buchschnack. Holt euch eine Tasse Tee, es könnte ein wenig länger dauern, denn es ist doch allerhand auch an Statistik, was ich dieses Jahr angefangen habe. Und ja, ich bin ein absolutes Statistikmädchen. Ich mag das unglaublich gerne. Ich bin nicht der größte Fan vom regelmäßig Eintragen. Also ich habe mir da tatsächlich einen Termin im Kalender gesetzt, wo ich mich darum kümmere, dass ich das einmal im Monat Minimum mache. Ja. Also Lavendelbooks pflege ich ganz gut, sowohl was ich gerade lese, was auf dem Sub ist und so weiter. Das ist bei mir alles auf Lavendelbooks, findet ihr unten auch in der Infobox. Dieses Jahr habe ich auch Goodreads dazu genommen, muss aber sagen, dass ich die Infos gar nicht dann doch irgendwie so spannend fand, wie ich mir erhofft hatte. Aber ja, das werde ich definitiv, glaube ich, nicht weiterführen. Also zwei Plattformen sozusagen, die mehr oder weniger das gleiche beinhalten, ist dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Ansonsten führe ich eine relativ große Excel-Liste mit allen möglichen Neuzugängen, alles, was ich wann, wie lese, wie viele Seiten, wie ich das fand und vielen anderen Dingen. Und ja, schauen wir uns mal den Jahresrückblick 2020 an. Zu den Highlights werde ich in diesem Video nichts groß erzählen, also welche Highlights es gab. Ich habe nur die Highlights Rereads hier mit drin, weil ich über die Highlights des Jahres ja in meinem Adventskalender gesprochen habe. Da packe ich euch die Playlist auch mal unten in die Infobox. Noch könnten da die Türchen dastehen. Vielleicht habe ich jetzt aber dann, bis ja dieses Video hier online kommt, auch schon die Buchcover im Grunde eingebunden, damit es eben nicht mehr so nach Adventskalender sieht. Es könnte durchaus sein, dass ihr jetzt dann auf den Covern auch schon die Highlights sieht. Ja, 20 ist vorbei und wir sind im neuen Jahr angekommen. Und 2020 war rückblickend natürlich schon ein ganz anderes Jahr, als wir es uns wahrscheinlich vor einem Jahr tatsächlich vorgestellt haben. Es gab gerade zu Beginn des Jahres für mich doch so manchen Weltschmerz, was mir den Januar tatsächlich als recht dunklen Monat in Erinnerung ruft. Gleichzeitig gab es aber auch einiges Schönes Anfang des Jahres, sei es Harry Potter im Konzert gewesen oder wir waren in einem Rockballett über Dracula, was ich in richtig toller Erinnerung habe. Und dann ging es natürlich im Februar und März ja mit dem großen Zeh los, mit der Corona-Pandemie. Und ich bin tatsächlich kein Mensch, der da gerne Corona-Krise sagt, weil die Krise, also es ist halt eine Pandemie. Und die Krise ergibt sich ja nur daraus, wie die Menschen darauf reagieren oder eben auch nicht. Und da hat man in diesem Jahr doch ganz schön gemerkt, ja, wie die Menschen so ticken. Und auch wie Politiker, die Wirtschaft, die Gesellschaft, dass das manchmal doch sehr auseinandergegangen ist und man sich bei vielen Dingen einfach fragt, ja, haben wir es jetzt alle einfach mal begriffen? Manche tatsächlich wahrscheinlich noch nicht. Ich möchte hier aber gar nicht über das große C sprechen, weil ich finde, dass das, ja, dass der Jahresrückblick nicht nur damit irgendwie sich zu beschäftigen hat. Ich möchte, oder ich bin jemand, der sich tatsächlich mit dem Positiven beschäftigt, der sehr dankbar für dieses Jahr ist, wo es viele, ja, auch durch Corona Änderungen in meinem Leben gab, die aber durchaus tatsächlich positiv waren. Also sei es, dass ich seit Mitte März im Homeoffice bin, ich mir anfangs sehr schwer getan habe, so allein in meiner Wohnung zu sitzen, keine Freunde sehen zu dürfen, keine Kollegen, keinen Austausch, dann aber relativ schnell, so nach 3-4 Wochen gemerkt habe, wie toll es eigentlich ist, dass man zu Hause sitzt, sicher sitzt, dass man Ruhe hat, wenn man sonst in einem Großraumbüro sitzt, wo immer mal irgendwer telefoniert, irgendwer mit wem spricht, jemand vorbeikommt, Fragen stellt. Und natürlich gehört das alles dazu. Und ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch. Aber ich habe gemerkt, wie konzentriert ich arbeiten kann, wenn um mich herum Ruhe herrscht, wenn vielleicht auch einfach mal nur entspannte Musik im Hintergrund läuft, wenn ja einfach ja, mein Rhythmus einfach so ist, wie er ist, dass ich ganz intuitiv eine Mittagspause mache, dass ich esse, wann ich Hunger habe, dass ich so viel trinken kann, wie ich möchte, dass ich ja da einfach so meine Zeit irgendwie so einteilen kann, wie ich es brauche. Und ich glaube, es war
trotz der vielen Arbeit, die wir hatten, zum Glück, ich möchte mich darüber gar nicht beschweren, war es doch ein recht entspanntes Arbeiten im Homeoffice. Ich habe jetzt keine langen Wege, das heißt natürlich spare ich mir das Hin- und Herfahren, aber das ist bei mir jetzt nicht wirklich ganz so relevant. Aber dieses Runterkommen, was man oft nach der Arbeit hatte oder brauchte, da habe ich einfach gemerkt, dass das war viel kürzer. Und auch meine Mittagspause, also dass man seinen Smoothie morgens frisch macht und den einfach trinkt, weil man Lust hat, den nicht irgendwie vielleicht eingefroren, damit in die Arbeit nimmt, damit er irgendwie frisch bleibt und so weiter. Oder im Sommer, dass es keinem zu warm ist, keinem zu kalt, keinem zu zugig. Die Räume hatten die Temperatur, die ich mir gewünscht habe. Ich kann im Winter die Heizung anmachen, weil mir einfach kalt ist. Und es ist einfach so, wie es für mich am besten ist. Und das war wirklich eine Erkenntnis, die länger gebraucht hat, als ich es wahrscheinlich gedacht habe im Homeoffice, aber die mir sehr, sehr gut tut. Und auch nach wie vor bin ich ein großer Fan des Homeoffice. Wirklich diese Ruhe ist einfach das, was ich tatsächlich brauche zum Arbeiten. Und das hätte ich vorher wahrscheinlich auch gar nicht so gedacht. Und ja, eine Anschaffung jetzt im neuen Jahr soll ein höhenverstellbarer Schreibtisch sein. Ich habe da durch eine Freundin was Tolles entdeckt und da liebäugle ich gerade so ein bisschen, dass man sich auch einfach hinstellen kann zum Arbeiten. Und ja, zum Thema Arbeit ist mir gegen Ende des Jahres ja noch mein PC kaputt gegangen. Ja, eine kleine Katastrophe, aber ich habe jetzt einen neuen Rechner, der super funktioniert. Mit dem Schnittprogramm ist es noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber nichtsdestotrotz funktioniert das alles relativ gut und ich bin sehr, sehr froh und kann diesen Tipp nur weitergeben. Habt eine externe Festplatte, wo alles Wichtige gesichert ist. Und ich war so happy darüber, dass 99% meiner Sachen da waren, von Fotos, Dokumenten, Kopien, allem Möglichen, dass das auf der externen Festplatte war und nicht auf der kaputt gegangenen Festplatte. Und ich verwende den Rechner eher so als Backup, was das angeht, in umgekehrter Richtung. Also ich speichere eigentlich alles auf die externe und mache dann einmal im Monat nur so ein Backup auf den PC, wenn man so möchte. Und auch darüber bin ich sehr, sehr froh. Dann fiel mir ja so Anfang April wirklich mal die Decke auf den Kopf. Ich durfte keine Freunde sehen, ich durfte nicht in die Arbeit. Und ich hatte freitags morgens mal wirklich einen Tiefpunkt, wo nach der Dusche auch einfach Tränen geflossen sind. Und ich glaube, darüber kann man auch einfach mal sprechen. Ich dann gesagt habe, ich muss hier raus. Und dann sind wir spazieren gegangen. Und wir sind sehr, sehr viel in diesem Jahr spazieren gegangen. Sowohl mit meiner Familie als auch mit Freunden, was ja, weil man einfach an der frischen Luft war, dann eben auch durchaus möglich war. Und im Sommer waren dann ja auch die Beschränkungen im Grunde fast aufgehoben. Und da haben wir wunderschöne Gegenden entdeckt. Also wir sind das ganze Fichtelgebirge hier abgelaufen, wir haben Berge bestiegen, sind da umhergelaufen, haben wunderschöne Ausblicke genossen, haben Wanderungen wirklich genossen und das hätte ich vorher nie gedacht. Ich habe 2 Paar Schuhe kaputt gelaufen, das ist mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so passiert und das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und hätte mir das jemand im Januar gesagt, dass ich auf Berge klettere und hätte ich das nie geglaubt. Ich gedacht, naja, vielleicht mal auf einen. Aber mehr brauche ich da tatsächlich auch nicht. Aber das ist wirklich schön. Und das ist jetzt auch was mir durchaus jetzt so im Winter fehlt. Es regnet viel, es ist neblig, es ist, wenn man um 4:30, 5 mit der Arbeit aufhört, dunkel. Ist leider nicht das, was ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnt habe. Aber das ist was ich definitiv auch ins neue Jahr mitnehmen möchte. Es stehen schon einige Berge auf der Liste für das neue Jahr und ich freue mich da definitiv wieder auf Spazierengehen, auf Wandern und auf wunderschöne Momente auch draußen. Etwas nicht ganz so Schönes in diesem Jahr war, dass ich ja 2 meiner Katzen auch gehen lassen musste. Ich musste Sandy im Januar gehen lassen und Rambo im Oktober. Das ist mir unglaublich schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen und auch bei Rambo, wo wir viel probiert haben, wo wir an anderen Dingen herumgedoktert haben, weil es da akut war und dann kam eben noch was Neues dazu und man denkt sich, oh, wie viel Pech hat dieser kleine liebe Mensch Kater eigentlich. Und für mich gehören die Katzen zur Familie, also ich trauere definitiv um meine Katzen mehr als
um so manches Familienmitglied, was gestorben ist, weil die für mich einfach dazugehören. Und ja, die Sehnsucht war dann doch recht groß, sodass wir uns Ende Oktober 2 Katzen aus dem Tierheim geholt haben. Der Plan war eigentlich ein ganz anderer, was die neuen Katzen betrifft, der dann aber ja recht schnell von Bord geworfen wurde, als ich besonders Sam gesehen habe. Das war nämlich wirklich Liebe auf den ersten Blick, muss ich echt so sagen, der verrückte Kauz hier. Natürlich ist er jetzt ein sehr kleiner Kater gewesen mit 11 Wochen und ja, natürlich sind kleine Katzen immer putzig, aber ich habe in diese Augen gesehen und dachte, den kannst du nicht hier lassen. Und es funktioniert auch nach etwas über 2 Monaten ganz gut. Sam hat sich hier sehr gut eingefunden, auch mit meinen älteren Mädels. Ist hier wirklich Halligalli, also die sind fleißig am Spielen, die zanken sich mal, die knurren sich auch mal an, aber das sind halt Katzen, das ist so. Luna ist die neue Katze bei meinen Eltern, die ja unter mir wohnen, und die funktioniert auch sehr gut mit Sunny und mit Sam, also die spielen auch ganz wunderbar miteinander. Flummi, ja, ist nicht so ganz die große Begeisterungsströme, oder hat nicht ganz so große Begeisterungsströme von Luna. Aber ja, ich vermute mal, das kommt einfach auch noch. Es braucht alles einfach seine Zeit und man steckt bei Katzen eben auch einfach nicht drin. Wer sich jetzt so ein bisschen nach der Namensgebung fragt, also Sam haben wir bekommen als Blackie, wahrscheinlich einfach, weil er doch größtenteils schwarz ist. Das ging für mich gar nicht. Blackie ist für mich irgendwie ein Pferd oder ein Hund. Nichts gegen den Namen, aber ich fand ihn überhaupt nicht passend. Dann waren wir mal kurze Zeit bei Alf, weil er so ein Vielfraß war. Und dann habe ich aber doch irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich ist er ein Hobbit. Und ich bin nicht der größte Fan von Frodo. Und mein Herz schlägt ja für Samwise Gamgee. Und deswegen heißt unser Sam jetzt im Grunde Samwise. Manchmal auch liebevoll Sammy genannt. Ganz wichtig ist, dass es ein A ist und kein Ä. Ja, also unser Sam ist jetzt im Grunde mein guter, alter, kleiner, junger Sam. Und das macht mich ja theoretisch zu Frodo. Aber damit kann ich leben. Und Luna hieß Lila, warum auch immer, also sie ist nicht lila. Und wir haben ja eine Sonne, also eine Sunny. Und ich fand dadurch, dass sie ja eher so beige, weiß, gräulich ist, finde ich, dass ein Mond ganz gut passt. Und dementsprechend ist sie eben eine Luna. Und ja, die beiden haben es faustdick hinter den Ohren, wissen genau, wie sie Menschenherzen höher schlagen lassen. Und ja, mal sehen, was da das neue Jahr dann auch bringen wird. Ja, was gab es in diesem Jahr noch so ein bisschen? Ja, es gab wenig neue Filme, besonders in den Kinos. Da habe ich ja auch schon im Serien-Filme-Rückblick so ein bisschen drüber gesprochen, der definitiv nicht vollständig war. Ich habe beim Schnitt dann gemerkt, dass ich einige Filme doch irgendwie vergessen habe, dann über die zu sprechen, die reinzunehmen. Da war meine Liste irgendwie nicht vollständig. Was dann dazu kommt, dass ich zwar gerne Statistiken habe, aber sie ungern führe. Da muss ich mal sehen, wie ich das jetzt im neuen Jahr ein bisschen besser mache oder überhaupt mache, ob ich da wirklich doppelt irgendwas führe. Ich muss da mal so ein bisschen noch in mich gehen, aber das wird sich finden. Ja, grundsätzlich war es ja für mich ein schönes Jahr, ein gesundes Jahr, Gott sei Dank. Es war keiner im näheren Umkreis irgendwie von schweren Krankheiten betroffen. Das war in anderen Jahren ja durchaus schon anders. Aber natürlich gab es einfach Dinge, die doch gefehlt haben. Also sei es, dass es keine Buchmessen gab, keine Bloggertreffen gegeben hat, dass sowas gar nicht groß stattgefunden hat, dass Reisen in andere Städten für mich nicht in Frage gekommen sind, auch im Sommer nicht, weil die Zahlen einfach überall doch immer irgendwie da waren und es immer Fälle gab und ich eben einfach Kontakt habe zu Menschen, die eben ein erhöhtes Risiko haben und ich nicht der Mensch sein möchte, der diese Krankheit irgendwie dann mitbringt und am Ende vielleicht noch jemanden, ja, eine schwere Krankheit dem verursache. Dementsprechend war ich in keiner größeren Stadt, habe aber natürlich dadurch auch leider liebe Menschen, die eben nicht in meiner Stadt wohnen, dieses Jahr überhaupt nicht gesehen. Und das ist für mich eigentlich das Schlimmste in diesem Jahr. Mir haben diese menschlichen Kontakte sehr, sehr, sehr gefehlt. Also auch die es hier vor Ort gibt mit meinen Freunden, dass man sich eben doch viel weniger gesehen hat, dass man sich meist draußen gesehen hat, was es natürlich im Herbst, Winter nicht ganz so einfach macht. Ja, das fehlt mir. Also dieses Beieinandersitzen, einen Kaffee, Tee trinken,
einfach quatschen, abends miteinander essen und so weiter oder auch essen gehen, ne? Das ist schon was, was mir dieses Jahr sehr, sehr fehlt, weil ich daraus auch sehr viel Kraft ziehe und da habe ich schon gemerkt, ja, das fehlt mir. Und ja, natürlich habe ich, glaube ich, in diesem Jahr auch so häufig wie nie Skype verwendet, also das haben wir toll hingekriegt, wirklich viele Skype-Treffen, auch wenn es mal eine Stunde ist, einfach zu sagen, man sieht sich mal, man unterhält sich, man tauscht sich aus, das fand ich ganz wichtig. Natürlich auch WhatsApp, die Audiofunktion, ich glaube in diesem Jahr auch gefühlt wie nie verwendet, tolle Gespräche auch geführt, tiefgründig und einfach auch, ja, manchmal auch einfach sein Leid geklagt, was eben auch zum Leben dazu gehört, denn es ist nicht alles immer so rosa, wie es vielleicht hinter vor der Kamera aussieht. Und ja, das ist aber, glaube ich, tatsächlich, ja, das für mich Schlimmste in diesem Jahr, die menschlichen Kontakte und eben die lieben Menschen, die nicht im nahen Umkreis wohnen, nicht gesehen zu haben, in echt angefasst zu haben, wenn man so möchte. Mit meinen Freunden hier vor Ort ging es ganz gut, gerade durch eben die Spaziergänge, Wanderungen oder dass man sich auch einfach mal im Garten auf den Balkon gesetzt hat. Aber ja, der Rest war da eher so ein bisschen nicht ganz so einfach tatsächlich. Ja, zum Thema YouTube vielleicht so ein bisschen den Rückblick. Ich fand, das war ein tolles Jahr. Mir hat es viel Spaß gemacht, Videos zu drehen, Hangouts auch in diesem Jahr zu etablieren, sei es der Quartalsrückblick mit Becky oder jetzt auch die Neuerscheinungsvideos, die Folgen, wo wir bereits einen hatten. Die liebe Anke und ich haben unsere Quartalsneuerscheinungen vorgestellt. Das hat mir super Spaß gemacht. Ich mag Hangouts super gerne. Ich muss mal überlegen, ob mir nicht einfach auch nochmal andere Formate einfallen, die man so ein bisschen in dieses Live-Format packen könnte. Vielleicht habt ihr auch ihr Ideen, dann natürlich auch gerne in die Kommentare. Lasst uns da ein bisschen austauschen, was ihr euch da vielleicht auch noch live vorstellen könntet. Ich habe auch einige Videos mir natürlich dieses Jahr angesehen, hatte auch viel Spaß, neue YouTuber zu entdecken, nicht gezielt nur Booktuber, sondern auch YouTuber. Ich habe aber auch zum Teil rigoros ausgemistet, tatsächlich einige YouTuber ja, aus der Abo-Liste geschmissen, wo ich einfach kein Video mehr angeschaut habe, weil sich da der Content verändert hat, die Person, wie auch immer. Ja, und das muss tatsächlich auch einfach mal so ein bisschen sein. Nach wie vor macht mir das aber großen Spaß und ja, ich mag es, dass wir uns über die Kommentare austauschen können, dass wir da einfach eine Interaktion haben und ja, deswegen vielleicht auch tatsächlich so die große Freude an den Hangouts, dass man da einfach so ganz live miteinander quatscht. Und natürlich wird es auch im neuen Jahr wieder Hangouts geben und die versuche ich dann auch immer in der Bücherwoche und auf Instagram anzukündigen. Instagram auch unten in der Infobox, wenn ihr da noch nicht irgendwie bei mir unterwegs seid. Von daher ein ganz schönes Jahr, auch mit einer dreiwöchigen Pause, eigentlich einem Monat, den ich mir gerne im Sommer nehme, um einfach mal nicht den Druck zu haben, eine Bücherwoche zu drehen. Und nein, ich habe da keinen echten Druck. Ich mache diese Bücherwoche ja auch für mich selbst. Es ist ja im Grunde mein Videotagebuch, wenn man so möchte. Wenn ich dann mal irgendwie zu einem Buch was wissen möchte, das ich gelesen habe, schaue ich eben einfach meine eigene Bücherwoche an. Dann weiß ich natürlich mit den Worten, die ich sage, was habe ich damals gedacht. Und dann klappt das zum Beispiel auch ganz gut, wenn man eben Reihenfortsetzungen liest, um zu wissen, was habe ich denn über den vorhergehenden Band so ein bisschen erzählt. Oder zumindest beim ersten Band klappt das meistens ganz gut. Und dann in dem Monat, wo ich Pause habe, mache ich ja dann meistens auch den Monatsrückblick, der dann eben durchaus ein bisschen länger dauert, aber ja, das ist dann eben auch einfach so. Ja, Lieblingsformate, also wirklich das Live-Gehen macht immer großen Spaß. Ich bin ein großer Fan von dem Rückblick der Neuzugänge von vor einem Jahr. Da überlege ich, ob ich das dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders mache, im Sinne von, dass ich vielleicht tatsächlich schon mal luke, was in dem Monat danach im Grunde jetzt irgendwie kommt und dann in die Bücher reinlese oder ob ich sage, oh, welche Bücher habe ich noch und mir dann tatsächlich auch irgendwie eine Frist setze. Aber ich bin ja kein Listenleser, also Want-to-Reads funktionieren ja für mich nicht, aber da denke ich mal noch ein bisschen nach. Ich habe mir auch ein paar Gedanken über Ziele fürs neue Jahr gemacht, was Bücher angeht. Dazu wird es auf jeden Fall dann noch ein extra Video dann am Donnerstag geben. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich quatsche jetzt schon locker eine Viertelstunde. Wir widmen uns jetzt vielleicht einfach mal ein wenig der Statistik, damit wir, ja, dass das Video nicht ganz so lang wird. Und ja, nehmt einfach mal einen Schluck und ja, dann steigen wir mal um. Ich nehme mal meine Statistik in die Hände und dann legen wir damit los.
Ich habe 168 Geschichten gelesen. Davon natürlich nicht alle beendet, das muss man ganz klar sagen, da komme ich dann auch später dazu, aber 168 Bücher habe ich gelesen und gehört. Und da war ich echt, mal so einen Moment sprachlos, weil ich echt so dachte, ja, die 150, die kann ich mir immer ganz gut vorstellen, so 3 Bücher pro Woche, je nach Dicke, kommt so relativ gut hin. Aber 168, fand ich doch schon relativ heftig. Davon sind 66 Bücher echte haptische Bücher gewesen, 45 waren E-Books und 57 waren Hörbücher. Das bedeutet, 40% waren tatsächlich nur haptische Bücher. Die digitalen Bücher haben in diesem Jahr mit 60% tatsächlich überwogen, was mich tatsächlich sehr, sehr freut. Weil ich natürlich schon sage, ich möchte in meinem Bücherregal im Grunde nur Subbücher haben und Highlight-Bücher. Und es ist natürlich schön, wenn man beim Kauf eines haptischen Buches schon das Gefühl hat, das könnte ein Highlight sein, dass das im Grunde auch im Grunde irgendwie funktioniert, möchte man sagen. Und bei den Gehörten und E-Books ist es ja dann oft so, wenn das ein Highlight ist, dass ich mir das ja im Nachgang dann auch durchaus noch ins Regal stelle. Also finde ich ganz gut, eine 40-60 Verteilung gefiel mir tatsächlich ganz gut. Der schwächste Monat war der Januar mit nur 9 Büchern und der stärkste Monat war der August. Hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Der August hatte 18 Bücher. Weil ich ja eigentlich, wobei ich hatte 2 Wochen, glaube ich, im August frei, eine Woche im Juli, das könnte das so ein bisschen erklären. Beim Januar, das weiß ich, da war ich eine Woche krank, auch wirklich nur im Bett gelegen mit Fieber und hatte ja auch einen Verlust sozusagen in dem Monat, musste ich ja meine Sandy gehen lassen. Und da war mir dann auch nicht so nach Lesen. Ich glaube, ich habe dann mit Harry Potter hören angefangen. Aber das erklärt sich so ein bisschen. Im Durchschnitt habe ich runtergerechnet 14 Bücher pro Monat gelesen. Und das finde ich durchaus so im Nachgang realistisch. Auch wenn ich mir meine eigenen Zahlen so ein bisschen angesehen habe. Also durch die starken Monate von Februar über Mai, Juni, Juli und dann der August und auch der Dezember war mit 16 Büchern überdurchschnittlich auf jeden Fall gut. Zu den gelesenen Seiten, das ist echt irre, da bin ich bei fast 63.000 Seiten. Hier war der stärkste Seitenmonat tatsächlich der Juli, also nicht wie vermutet der August. Das heißt also im August wurden dann einfach dünnere Bücher vielleicht auch gelesen oder auch mehr abgebrochen. Das kann natürlich durchaus sein. Und der schwächste Monat war hier, genau wie das bei der Buchanzahl, definitiv der Januar. Und im Durchschnitt bin ich bei knapp 5.226 Seiten pro Monat. Ja, das finde ich tatsächlich ganz interessant. Ich habe auch nach Genre diesmal so ein bisschen sortiert. Habe da auch einige Genre zusammengefasst. Ich möchte euch da ein bisschen die Prozentzahlen mitgeben. Und zwar im Thema Fantasy habe ich 17% gelesen. Historisches und Horror-Mysteriöses war je bei 4%. Da hatte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. 10% Jugendbuch, 16% sind tatsächlich Liebesromane. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Romane und Sachbücher kommen auf je 14%, entschuldigt, muss da aufrunden, beziehungsweise abrunden, 14%. Und Science Fiction waren nur 5%, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Und auch Thriller und Wohlfühlbücher sind bei 18%. Also man sieht, das Jahr war sehr dominiert, finde ich, trotzdem von der Fantasy. Das ist auch das, was mir so dieses Jahr aufgefallen ist, dass ich das sehr, sehr dazu gegriffen habe. Gefolgt dann wirklich von den Liebesromanen und Romanen und Sachbüchern. Das finde ich tatsächlich gar nicht schlecht. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es tatsächlich nicht mehr Thriller waren. Wobei ich schon dachte, so gegen Ende, du hast nicht viele in diesem Jahr irgendwie gelesen. Ja, das ist mir definitiv aufgefallen. An der Science Fiction, würde ich dann vielleicht tatsächlich im neuen Jahr ein bisschen arbeiten wollen. Ja, natürlich sind auch neue Bücher bei mir eingezogen und das tatsächlich auch mehr als ich gelesen habe. Es sind nämlich 205 Bücher eingezogen, also im Grunde 47 Bücher mehr als ich gelesen habe.
Wobei ich da tatsächlich auch sagen muss, es sind auch einige wieder ausgezogen, ungelesen, weil die mich einfach nicht mehr angesprochen haben. Oder wo ich schon zum Teil Reihenfortsetzungen hier hatte und mir aber dann der erste Band vielleicht nicht so gut gefallen hat, wo dann eben Band 2 und 3 direkt wieder ausgezogen sind. Also sowas habe ich auch. Und 205 Neuzugänge. Die wenigsten Bücher habe ich im Juli gekauft. Da waren es 11. Der stärkste Monat war der August mit 21. Ich glaube, es hing schon auch mit dem Urlaub zusammen, dass ich da relativ viel auch dann einfach mal ein bisschen bestellt habe. Dann auch mal in der Thalia war in meinem Urlaub hier vor Ort. Auf jeden Fall ganz interessant. Es sind als echtes Buch, ich glaube, 49% eingezogen. Ich kann das gerade relativ schlecht lesen, ein bisschen geschmiert. Und dann der Rest auch, je 50%, na, insgesamt müssten sein, dann E-Book und Hörbuch. Also hier haben wir tatsächlich so ziemlich eine 50-50-Ausgleich. Finde ich okay. Ist ja immer so ein bisschen mein Wunsch. Ich glaube, da hat der Dezember recht reingehauen, wo ich tatsächlich überdurchschnittlich viele echte Bücher bekommen habe. Also im Sinne echt von haptisch zum Anfassen ins Regal stellen. War das tatsächlich eher so ein bisschen wirklich dieses 50-50. Aber der Dezember hat es dann, glaube ich, so ein bisschen rumgerissen. Aber bin ich zufrieden, finde ich okay, möchte ich tatsächlich auch gar nicht meckern. Und auf den Durchschnitt gerechnet sind dann 17 Bücher bei mir eingezogen. Dann habe ich noch ein bisschen Statistiken so zum allgemeinen Monat, was mich da im Monat, was ich da noch so ein bisschen mehr aufgeschrieben habe. 41% meiner gelesenen Bücher waren Highlights und das finde ich richtig toll. Also 69 Bücher haben mich so begeistert, dass sie den Highlight-Status bekommen haben und das freut mich wirklich. Natürlich sind da auch die Rereads dabei, aber einige Highlights könnt ihr euch eben auch im Adventskalender oder in dem Jahresrückblick 2020 ansehen, wo ich dann zu den einzelnen Büchern eben auch Rezensionen gemacht habe. Es gab nur 4% Flops, also das sind 6 Stück gewesen. Flops bedeutet, habe ich gelesen, habe ich mir aber mehr erwartet und hat mich insgesamt irgendwie enttäuscht, während ich tatsächlich 8% der Bücher abgebrochen habe. Also 14 Bücher von denen, die ich gelesen habe, habe ich abgebrochen. Was jetzt gar nicht mal so viel ist, wie ich finde, und eigentlich ganz gut. Ich glaube, im letzten Jahr waren wir da irgendwie bei 10%. Das heißt, ich habe dieses Jahr ein bisschen ein besseres Händchen gehabt, was die Flops und Abbrüche betrifft, weil insgesamt sind das eben nur knapp 12%. Und ich finde, 40% Highlights, das finde ich tatsächlich ein richtig, richtig gutes Bücherjahr. Ja, es gab insgesamt 9% Wälzer, 12 Bücher waren also bei über 600 Seiten. Und ja, den Eindruck habe ich definitiv auch, dass doch so das ein oder andere Wälzerbuch mit dabei war, was ich super finde. Dann habe ich mir auch mal den Vergleich angesehen, Autorinnen und Autoren. Ich habe 63% waren die Bücher von Autorinnen geschrieben und eben dann die restlichen 37 waren von Autoren geschrieben. Finde ich tatsächlich spannend. Ist das erste Jahr, glaube ich, dass ich das jetzt mit aufgeführt habe. Ich hatte tatsächlich eher das Gefühl, dass ich mehr Autoren lese und wollte bewusst da ein bisschen dieses Jahr drauf achten und war tatsächlich verwundert, als ich schon mal so Mitte des Jahres reingeschaut habe, dass tatsächlich so viele Autorinnen von mir gelesen wurden. Aber finde ich spannend und mal sehen, was es das nächste Jahr gibt. Es ist auch nicht so, dass ich gezielt nach Autorinnen oder Autoren schaue und das Buch danach auswähle, ob das eine Frau oder ein Mann geschrieben hat. Also das mache ich nicht, aber es ist interessant im Nachgang einfach zu sehen, von wem sind die Bücher geschrieben. Dann hatte ich 14 Rereads, was 8% der Bücher ausmacht und es wurden 8 King-Bücher gelesen. Also 5% meiner Bücher waren von Stephen King und das finde ich richtig schön, weil ich dieses Jahr auch das Gefühl habe, dass ich glaube ja auch 2-3 Rereads von King hatte. Und aber auch eben neue Bücher von ihm entdeckt hatte und die auch zu meinen Highlights geworden sind. Also richtig, richtig toll. Da könnt ihr euch im Januar dann auch auf eine King-Woche freuen. Ich habe das Ranking
gedreht, mit den allen möglichen Büchern, die irgendwo einzusortieren, und ich zeige euch dann auch die King-Bücher, die ich auf dem Sub habe. Das müsste so, ich glaube, in der Woche ab dem 18. habe ich das geplant, da kommen diese beiden Videos online. Also es soll auch in diesem Jahr, ja, es sollen ungelesene Stephen Kings gelesen werden, und ich habe auch zwei Bücher, die ich gerne rereaden würde. Dazu werde ich dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was erzählen. Auf Lovely Books habe ich aktuell 84 Bücher auf dem Sub, und das sollte auch ja, so ziemlich passen. Plus, minus, zwei, drei Stück bei E-Books, die verdränge ich manchmal ganz gerne. Ja, aber 84 Bücher, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr war ich bei um die 100, und ich wollte ja definitiv zweistellig bleiben, und das habe ich dieses Jahr auch geschafft, also insofern das ein Ziel ist. Und auf der Wunschliste sind 67 Bücher, wobei man bei meiner Wunschliste immer so ein bisschen sagen muss, das überlege ich jetzt fürs neue Jahr, ob ich das ein bisschen ändere. Ich packe in meine Wunschliste alle Bücher, eben auch ältere Bücher oder Bücher, die gerade da sind, aber auch meine Neuerscheinungsbücher, die natürlich auf der Wunschliste durchaus noch ein halbes Jahr auch sein können, wenn sie eben dann erst im Sommer oder Herbst erscheinen. Also da überlege ich noch, ob ich das ein bisschen umdrehe. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wie ihr das mit eurer Wunschliste handhabt, ob ihr dann Unterschied macht zwischen bereits erschienen oder kommt noch. Das würde mich auf jeden Fall ja, interessieren. Lasst uns da gern ein bisschen drüber quatschen. Ja, zu den Highlights habe ich schon gesagt, dass es da den ganzen Dezember über ja, die Videos gegeben hat. Da könnt ihr euch da gerne mal umschauen. Es gab auch jetzt zum Silvester, gab es zum Hörgenuss des Monats, da habe ich über meine Hörbuch-Highlights gesprochen, habe auch Podcast-Empfehlungen gegeben. Die Playlist zum Hörgenuss des Monats findet ihr auch immer unten in der Infobox, schaut da also gerne mal vorbei. Dann natürlich auch ein Highlight in diesem Jahr war und ist mein eigenes Buch der Bücher, also mein eigens herausgebrachtes Lesetagebuch. Ja, über was ich mich unglaublich gefreut habe, dass ich mich da dieses Jahr einfach dran gemacht habe, dass ich ja wirklich ein wunderschönes Cover ja, mir erstellt habe lassen. Und lasst euch nicht irritieren von dem Gefauche und Geknurre im Hintergrund. Es wird sich hier um einen Platz auf dem obersten Platz des Katzenbaums gestritten. Also es bringt sich hier niemand um. Ja, ich bin super happy. Ich habe hier jetzt immer meine Highlights eingetragen, habe auch die Leseclub-Bücher eingetragen. Ich habe hier, glaube ich, 4 oder 5 Bücher rumstehen. Es gibt es nur die Version mit 20 Büchern, die reinpassen, weil ich so dachte, das ist vielleicht das mehr oder weniger, was im Durchschnitt so im halben Jahr bzw. Jahr gelesen wird. Zumindest wenn ich so nicht Booktuber, nicht Leute in der Buchbubble mir anschaue. Theoretisch war es noch geplant, jetzt in 2020 eine Version mit mehr Büchern, mit mehr Platz für mehr Büchern rauszubringen. Aber ja, das ist natürlich alles immer eine Zeit- und auch Kostenfrage. Und mal sehen, vielleicht lasse ich mir da was für 2021 einfallen. Vielleicht, dass da tatsächlich dann irgendwie 50 Bücher oder so reinpassen. Was ja mir auch entgegenkäme, weil ich ja definitiv ein paar mehr von den Büchern brauche. Aber ja, das Buch findet ihr unten in der Infobox immer ja, im Grunde eingeblendet. Zum einen natürlich bei Amazon erhältlich, aber auch bei BOD. Da ist es, hat es den gleichen Preis und ja, ist im Grunde auch portofrei zu bestellen. Und ja, also wenn ihr noch irgendwie ein Lesetagebuch braucht, schaut da einfach gerne vorbei. Hat mich sehr gefreut, dass das so gut bei euch angekommen ist. Ja, bin da auch sehr happy. Hab jetzt auch im November, Dezember gesehen, dass doch einige, mehr als ich irgendwie erwartet habe, sich das scheinbar zu Weihnachten gekauft haben oder zum Verschenken gekauft haben oder sich vielleicht das auch gewünscht haben. Und ja, das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und ach, ich mag nach wie vor diese Farbkombi mit der Monstera und ja, richtig schön. Also gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ja, dann vielleicht so ein bisschen zu den Highlights der Rereads in diesem Jahr. Zum einen habe ich von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, gereadet. Das haben wir im Leseclub gelesen. Den findet ihr auch immer unten in der Infobox und hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ist ja ein Buch, was ich schon 5, 6, 7 Mal gelesen, gehört habe von ihm selbst.
auch vorgelesen als Hörbuch. Dementsprechend habe ich es auch im Hörgenuss-Video schon ein bisschen darüber erzählt. Fand ich richtig, richtig toll. Dann habe ich von Stephen King Friedhof der Kuscheltiere und auch Die Leiche gereadet, beziehungsweise beides gehört als Hörbuch von David Nathan vorgelesen. Einfach großartig. Also ich bin ein riesengroßer Friedhof der Kuscheltier-Fan und ich fand auch Die Leiche, sich das einfach nochmal anzuhören. Das ist ja eher eine Kurzgeschichte, eine Novelle, die aber richtig toll ist und die mir auch einfach großen Spaß macht. Dann habe ich Harry Potter gereadet, beziehungsweise mir die Geschichte von Rufus Beck vorlesen lassen. Band 4 habe ich dann auch die illustrierte Ausgabe zur Hand genommen, die ich ja im letzten Jahr, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte und habe mir das dann so parallel einfach angesehen. Richtig, richtig schön. Da fällt mir auf, dass es dieses Jahr gar keinen fünften Band gab. Also wahrscheinlich geht man jetzt dazu über, alle 2 Jahre nur einen illustrierten Band zu bringen. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie sie das dann mit den dickeren Büchern machen wollen in der großen Ausgabe. Aber Harry Potter gehört einfach dazu, gefühlt fast jährlich, wenn ich, irgendwie ist das wirklich was, wo ich unglaublich gerne zurückkehre. Und Rufus Beck vertont das auch einfach großartig. Dann von Elizabeth Gilbert habe ich Eat, Pray, Love gehört und dann auch den Film angeschaut. Ich mag ihre Geschichte tatsächlich gerne, wie sie aus ihrem Leben ausbricht, neue Wege geht und dabei eben ganz wunderbare Dinge auch erlebt. Natürlich auch geprägt von Selbstzweifeln und vielen Dingen, die auch einfach nicht so klappen. Ich starte jetzt dann auch mit einer Freundin neu ins Jahr mit Big Magic, um einfach so ein bisschen Inspiration und Motivation für das neue Jahr zu holen. Darauf freue ich mich auch. Und gegen Ende hatte ich ja dann auch nochmal großes Heimweh nach dem Auenland und habe den Hobbit angehört und auch der ganz toll vertont und einfach eine wunderbare Geschichte. Und ich habe einfach Sehnsucht nach zu Hause gehabt, nach dem Auenland, nach den Hobbits. Natürlich auch beim Hobbit hat man ja dann auch die Zwerge, hat man Elben. Wir haben viel mit Gandalf zu tun. Wir sind unglaublich toll unterwegs, auch in Mittelerde. Ich liebe einfach diese Bücher. Und zu den Vorsätzen kommen wir ja dann in dem nächsten Video. Aber da hat dann Mittelerde auch eine gewisse Rolle. Zu den Flops, da kann ich euch natürlich leider gar keine, doch theoretisch eins könnte ich euch noch zeigen. Alle anderen sind im Grunde direkt ausgezogen oder waren nur E-Books, dementsprechend sehr enttäuscht war ich von den Disney-Büchern, die es aus der Sicht der Bösewichte gab. Hier hatte ich Das Biest in ihm und Die Schönste im ganzen Land. Wunderschöne Ausgaben, richtig toll gemacht, war aber dann doch sehr enttäuscht, besonders von Das Biest in ihm, was ja die Geschichte zu Die Schöne und das Biest ist, was seine Geschichte ist. Es war viel zu wenig Kurzgeschichte, es war manches, was einfach geändert wurde und man fragt sich so, wenn man Filme hernimmt von Disney, die alle Welt kennt, in- und auswendig mitsprechen kann, wieso es dann merkwürdige Änderungen gibt, das war überhaupt nicht meins. Und auch Die Schönste im ganzen Land hat mir eine Spur besser gefallen, waren aber tatsächlich einfach Flops, weil ich mir das so viel von erwartet habe, von den Hintergrundgeschichten oder auch den Parallelgeschichten. Aber leider war es nicht so richtig meins. Dann Woodflower Summer, der erste Band von Kelly Moran, den haben wir sogar abgebrochen. Das ist ja die Autorin von Redwood. Und da hat mir sowohl die Trilogie als auch die nachfolgende Dilogie super, super gut gefallen. Da hatte ich meinen großen Lesespaß. Ich war gern in Redwood unterwegs, aber bei Wildflower Summer, also dieses nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Lust auf den ersten Blick und dann jedes Detail und wirklich irgendwie, ich glaube, nach ein paar 30%, hatte ich zusammen mit Becky gehört, haben wir gesagt, also diesen Porno, den wollen wir uns einfach nicht geben. Wahrscheinlich auch noch das Problem ist, als Hörbuch zu hören, vielleicht wäre Lesen da anders gewesen, aber meins war es tatsächlich gar nicht, bin da sehr enttäuscht. Es gibt jetzt, glaube ich, in 2021 ein neues Buch von der Autorin, das werde ich definitiv ausprobieren, einfach weil mir Redwood so gut gefallen hat, aber das war leider auch ein Flop. Dann leider auch abgebrochen, Martha schläft von Romy Hausmann. Mit Liebeskind hat sie mich ja total geflasht im Jahr davor. Leider fand ich dann tatsächlich Martha schläft sehr verwirrend, sehr verzwickt, ganz merkwürdig
auch geschrieben. Ja, ich habe mittlerweile mitbekommen, dass man es wohl länger lesen muss, um dann wirklich alles zu verstehen. Aber ja, das, ja. Dann auch abgebrochen war Der dunkle Turm, der zweite Band 3 von Stephen King. Wir wollten in diesem Jahr endlich mit der Dunklen Turm-Reihe weitermachen. Ich bin ja kein großer Fan von Schwarz gewesen. Aber dann haben wir in irgendeinem Kurzgeschichtenband eine Kurzgeschichte eben über den Dunklen Turm gelesen, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, also der Kurzgeschichte. Und da uns die so gut gefallen haben, haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach 3 zusammen lesen. Und wir haben es dann nach ein bisschen was über ein Drittel schweren Herzens abgebrochen, weil nichts passiert ist. Nichts. Und ich mich einfach frage, verstehe ich es einfach nicht? Gibt es am Ende vom letzten Band den Hinweis, schwärmt alle, damit jeder dieses Buch kauft? Mich hat es nicht erreicht. Und ich möchte gar nicht sagen, dass ich es nie nochmal probiere, aber ich glaube einfach in den nächsten 2-3 Jahren wird es nicht meine Buchreihe sein und dementsprechend wurde es abgebrochen. Nicht abgebrochen, sondern ein Flop war The Secret Book Club, der zweite Teil von Lissa K. Adams. Hier sollte ja eigentlich im Vordergrund ein geheimer Buchclub stehen, wo eben unterschiedlichste Männer darin lesen, um ihre Frauen besser zu verstehen, um ihre Beziehungen besser zu führen. Der zweite Teil hatte ein sehr ernstes Thema, so sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Auswirkungen derer. Und ja, zum einen habe ich dieses schwere Thema nicht hinter so einem Titel vermutet. Zum anderen war es mir dafür zu oberflächlich geschrieben. Zum anderen habe ich die Frauen in diesem Buch überhaupt nicht verstanden. Und zum anderen kommt der geheime Buchclub, der ja namensgebend für diese Reihe ist, einfach viel, viel zu kurz. Und das hat mich schon an Band 1 gestört und auch in Band 2. Ich hatte da eine ganz andere Erwartungshaltung. Und ja, das ist natürlich mein Problem, gar keine Frage. Aber wenn etwas geheimer Buchclub heißt, dann erwarte ich auch, was aus dem Buchclub mitzubekommen. Da zu erfahren, welche Bücher die lesen, was die herausnehmen, welche Klischees da drin stehen, ob deren Frauen das toll finden, dass diese Klischees jetzt von ihren Männern erfüllt werden und so weiter. Und das war für mich alles nicht drin. Also für mich eine Reihe, die definitiv nicht weitergeht. Auch, nicht gut fand ich das neue Buch von Richard David Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Und bei diesem Buch ist mir in Erinnerung, so viel Gejammer und so viel Negativität habe ich noch nie in einem Buch gelesen. Also mir ist Precht tatsächlich ganz schön auf den Keks gegangen. Er ist sehr umstritten. Entweder findet man seine Bücher toll oder nicht. Ich glaube, einen dazwischen gibt es nicht. Ich mochte einige seiner Bücher. Ich mag ihn in Interviews gerne, in Dokus gerne. Ich mag es, wie er viele Dinge der Welt sieht. Hier habe ich mir echt gedacht, ich reiche dir mal ein Taschentuch. Also ich fand es wirklich anstrengend. Also so viel Negativität, so viel Pessimismus und das in geballter Hörbuch. Also ich fand das wirklich nicht gut. Auch enttäuscht und abgebrochen war A Single Touch. Das ist der dritte Band der Love-Reihe von Ivy Andrews, wo ich von Band 1 positivst überrascht war, wie cool das ist mit den 4 Mädels, die eine WG sind, die im Grunde irgendwie an der Modeschule sind, die alle so unterschiedliche Schwerpunkte haben, also vom Nähen über die Modefotografie und so weiter. Und ich war beim zweiten Band ein bisschen enttäuscht, dadurch, dass es im Grunde die fast 1:1 Geschichte war aus Band 1, sodass man im Grunde schon wusste, wo manche Wege hingehen, weil man das aus Band 1 schon wusste. Fand ich schon nicht ganz so schön. Bei Band 3 hatte ich mich gefreut, weil die im Monat vorher schon beginnt und ich einfach dachte, man erfährt natürlich viel über diesen Monat vorher, das war auch der Fall. Aber hier haben wir eine Protagonistin, die noch total an ihrem alten Ex-Freund hängt, die uns auch auf zig Seiten zu Beginn erzählt, dass sie das noch nicht überwunden hat und dass sie darüber so traurig ist und überhaupt. Und dann trifft sie ihren Vermieter und auch hier haben wir Lust auf den ersten Blick und dann wieder dieses extrem übergezeichnete, erotische, das ist einfach nicht meins und das habe ich bei dieser Reihe auch einfach gar nicht erwartet. Ich war dann auch überrascht bei Lovely Books, als es dieser Leserpreis gab, war das unter Kategorie erotische Literatur und ich dachte mir, also weder Band 1 noch Band 2 hat für mich irgendwie extreme Erotik gehabt. Verstehe ich da einfach was anderes drüber? Ich bin da manchmal, also ja, mir hat der dritte Band leider nicht gefallen, habe ich auch abgebrochen, weil
auf jeder 20. Seite gab es erotische Momente und wenn man dann die Schweißperlen, also ich bin da einfach nicht für gemacht, ich mag das einfach nicht und dementsprechend ja, war ich da auch leider sehr enttäuscht, habe den vierten Band auch nicht vor zu lesen. Und auch sehr enttäuscht hat mich dann gegen Jahresende die beschwipsten Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Ich habe einige wunderbare Bücher von ihr gelesen, unter anderem jetzt auch das Sommerbuch, was ja an diesem Campingplatz spielt. Hier war ich mega enttäuscht, weil Titel und Cover überhaupt nicht das widerspiegeln, um was es dann in dem Buch gegangen ist. Es war todernst, es war gefühlt auch relativ deprimierend, diese Lebensgeschichte dieser zwei Perspektiven so zu folgen. Ein Geheimnis, das sich fast bis zum Ende hinzieht. Sprachlich ganz schön, aber auch keine Unterschiede, obwohl wir einen Mann als Perspektive haben und eine Frau. Und ein Mann denkt einfach anders als eine Frau. Und ich möchte diesen Unterschied in Gedanken, der Aussprache auch einfach erleben. Und es gibt Autoren, die können das. Und mir war es einfach. Also es war viel zu ernst dafür, dass es hier um beschwipste Früchtchen und um Weihnachtskatastrophen geht. Es war hier überhaupt keine Weihnachtskatastrophe. Also das hat mich wirklich auch so gestört, dass es mich so enttäuscht hat, weil ich sonst die Bücher von Franziska Erhardt unglaublich gerne lese und super viel Spaß habe. Aber ja, hier konnte sie mich einfach nicht abholen, nicht mitnehmen. Und das finde ich persönlich tatsächlich eigentlich mit am traurigsten, wenn ich ehrlich bin, weil ich eben sonst einfach ihre Bücher so toll finde. Ja, das waren so ein bisschen die Flops und die Enttäuschungen, die ich dann so ein bisschen beim Durchsehen gefunden habe. Aber wenn man bedenkt, dass ich im Grunde nur 12 Bücher abgebrochen habe, beziehungsweise die mich enttäuscht haben, dann ist das, also wie gesagt, überhaupt nicht schlecht, dass das nur 12% sind und im Grunde 40% Highlights dagegen stehen. Das ist schon ein sehr, sehr cooler Schnitt. Ja, das soweit zur Statistik, zum allgemeinen Jahresrückblick, zu den Gedanken. Es wird am Donnerstag ein Video geben über die Vorsätze, die Ziele, meine Gedanken so ein bisschen zu 2021, was ich mir so ein bisschen von diesem Bücherjahr vielleicht wünsche. Das wird dann, glaube ich, kein ganz so langes Video wie das jetzt hier. Ja, weil über Ziele und Wünsche lässt sich natürlich ein bisschen schneller plauschen. Und ja, ich bin natürlich mega neugierig auf euer Bücherjahr. Habt ihr eure Bücher gezählt? Habt ihr da im Grunde im Plan, wie viele da Highlights waren? Wie zählt ihr eure Neuzugänge? Habt ihr da eine Statistik, wo ihr das alles eintragt? Spannend finde ich die Frage bezüglich der Wunschliste, ob ihr da unterscheidet zwischen kommt noch, ist schon da. Ja, lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Und ja, das war der Jahresrückblick 2020, ein anderes Jahr. Ein Jahr, was uns wohl tatsächlich sehr in Erinnerung bleiben wird und auch noch nachhallen wird, weil es ist eben am 1.1. nicht einfach alles vorbei. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass 2021 durchaus nochmal, hoffentlich war, wie es so schön hieß, nicht 2020 nur der Trailer, der Teaser, sondern wir hoffen, dass wir das alles in eine richtige Richtung irgendwie jetzt gelenkt bekommen. Und ja, mein Bücherjahr auf jeden Fall sehr erfolgreich mit wirklich 168 gelesenen Büchern. Es ist immer noch, ich komme da gar nicht drüber hinweg, wenn ich ehrlich bin. Aber richtig, richtig toll. Und jetzt freue ich mich im Nachgang direkt meine Wünsche, Ziele, Gedanken für 2021 zu drehen. Ihr seht das Video dann am Donnerstag. Schaut gerne in die Playlist rein vom Adventskalender oder auch den Hörgenuss von letzter Woche. Auch der Serienfilmrückblick ist schon da. Damit schließen wir die Rückblicke ab und wobei nächste Woche kommen ja dann noch die Neuzugänge, aber das ist ja wieder eine ganz andere Art Rückblick. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, danke euch auch für ein wunderbares 2020 und freue mich mit euch ins neue Jahr zu starten, neue Videos für euch zu drehen und natürlich dann auch in den Kommentaren und natürlich in den Hangouts dann auch live zu gehen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.